Wir von der psychologischen Beratung bieten eine ganze Reihe von Workshops für die Studierenden der RWTH an. Da sind Workshops zum Bereich Lernstrategien dabei, da ist was zum Bereich Motivation dabei, zum Umgang mit Prüfungsangst. Konkreter ist das, wenn Sie zum Beispiel in der Prüfungsphase Probleme damit haben, das Lernen für die Prüfungen, den Nebenjob, den Ausgleichssport, den Sie machen, unter einen Hut zu bekommen, dann könnten Sie im Studientraining das Lernen planen, so die Basics vom Lern- und Zeitmanagement kennenlernen. Oder wenn Sie Probleme damit haben, dass Sie sehr aufgeregt vor Prüfungen sind, dann hätten wir auch da das Studientraining keine Angst vor Prüfungsangst. Die Studientrainings, das sind kleine Gruppen von maximal 12 Leuten. Da kriegen Sie eine Reihe von Strategien vorgestellt, die Sie alle direkt im Studienalltag auch ausprobieren können. Das Schöne dabei ist, dadurch, dass das relativ kleine Gruppen sind, ist auch ein sehr intensiver Austausch untereinander möglich. Neu ist, dass wir seit einigen Monaten eine offene Gruppe im Bereich Motivation haben. Da können Studierende, die mit Thema Motivationsschwierigkeiten zu tun haben, einfach ohne Anmeldung vorbeikommen. Neu ist außerdem, dass wir zwei Selbsthilfegruppen an der RWTH haben. Das ist eine zum Bereich Studierende mit Asperger-Autismus und eine für Studierende, die von Depressionen oder Ängsten betroffen sind. Außerdem bieten wir auch Einzelberatung für Studierende an. Da können Sie mit ganz unterschiedlichen Themen zu uns kommen. Das können Themen sein aus dem Bereich auch der Lernstrategien, wenn es irgendwo im Studium nicht so richtig läuft, wenn es mit dem Lernen hakt, mit der Konzentration. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen oder wenn gerade einfach eine stressige Lebensphase ist, wo Sie sich Begleitung oder Unterstützung wünschen, dann können auch das Anliegen sein, mit denen Sie gerne zu uns in die Beratung kommen können.